Was geht an, liebe Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Dieses Video wird natürlich wieder von OneFootball unterstützt. Links zur App findet ihr in der Videobeschreibung. Heute haben wir meine Rewards, aber nur die Player Picks. Dazu, wenn jetzt ja nicht Goretzka und Insigne in den Player Picks drin sind, kommt auch mein zweites oder drittes, ich weiß nicht, mein zweites 86 Plus Player Pick, weil ich habe jetzt 10 rote Karten zum Abgeben. Ich bräuchte nur eine weitere Karte, einen schlechten Player Pick, um ein 86 Plus Pack zu machen. Kurzes RTG-Account-Update und ja, eine kleine Teambesprechung, die wir lange nicht mehr hatten. Dann würde ich sagen, schnacken wir nicht so lange. Wir gehen erstmal zu den Rewards. Und zwar Division Rivals. Holen wir erstmal ab, werden wir, wie gesagt, auch ein paar aufmachen, ein paar Packs. Da werde ich euch gleich mal erklären, wie ich das mache. Weil die meisten Packs will ich auf jeden Fall fürs Wochenende aufbewahren. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier die Untauschbaren. Ihr wisst, ich mache immer viele SBCs und sowas. Das sind wenigstens 6 Megapacks und 2 15k-Packs. Nicht schlecht. Dann kommen wir zu den Player-Picks. Bin mal gespannt, meine Freunde. Gold 1 leider nur geworden. Dieses Wochenende greifen wir anders an. Wir werden auf jeden Fall Eusebio holen. Die Frage ist natürlich, welchen Eusebio? 50.000 Münzen nochmal dazu. 2 Player Picks, wie gesagt, wenn wir einen schlechten Player Pick bekommen, dann werden wir noch ein 86 Plus Pack machen. Da würde ich sagen, schaut mir nicht so lange direkt am Anfang. Player Pick Number 1. Ja, ist jetzt nichts Krasses dabei. Nehmen wir mal diesen Portugal. Das heißt, wir werden auf jeden Fall ein 86 Plus Pack noch in dieser Folge haben. Vielleicht EA Sports, Goretzka, Insigne oder ja, den nächsten Spieler einfach zum Abgeben. Wieder niemand Krasses. Ja, Mollet, Kopf, kommen wir auch noch mit. Dann passt das. Die können wir dann beide gleich abgeben für ein 86 Plus Pack. Und ja, kurz ein Account-Update. Ihr seht hier meine Verkäufe. Ich war wieder ein bisschen einkaufen, gestern nicht viel. 1,2 Millionen habe ich, glaube ich, ein bisschen wieder in Spieler gesteckt. Hier habe ich, glaube ich, jetzt 10k gemacht. Also, ja, so ein paar Spieler hier verkauft. Jetzt, wen habe ich noch gestern geholt? Werdet ihr jetzt gleich sehen. Ja, noch hier so ein paar Sachen verkauft. Also die meisten Icons, die ich jetzt hier geholt habe, da werde ich 5 bis 10k machen, jetzt nicht so viel. Oben habe ich ja nur 2,2 Millionen, aber ich habe noch Van Dijk zu verkaufen. Der geht, glaube ich, für 800 oder 700k. Der geht für 700 noch was k. Ich habe noch Ronaldo zu verkaufen, ein paar SBC-Futter und noch einige Icons, wie gesagt. Die müssten hinten sein hier. Also ungefähr 10k, 7, 8k, so um den Dreh habe ich jetzt teuer reingestellt. Ich denke, die werden auch jetzt nach der Zeit ein bisschen steigen. Bin auch hier ein bisschen, ja, mein Verein am Aufmisten, ein paar Spielerverträge für 400, 450 am Verkaufen. Und ja, wir hätten, wenn wir alles verkaufen würden, 5,5 Millionen ungefähr. Dann würde ich sagen, gehen wir zur Teambesprechung schon. Und zwar, meine Freunde, haben wir gesagt, holen wir uns Eusebio. Die Frage ist, welche Version holen wir uns? Die Baby-Version, die ein bisschen teurer ist, mit 4,5, 4,6 Millionen, oder Eusebio. Die mittlere Version, die ungefähr 3,5 Millionen kostet. Würden wir uns die mittlere holen, ja? 3,5 Millionen könnten wir uns theoretisch auch noch einen Robertson gönnen. Ja, Robertson kostet ungefähr 800k. Würde ich doch umstellen. Wir würden hier auf Fullcam kommen. Nicht mit der Formation, mit einer anderen Formation kommen wir auf Fullcam. Mit jedem Spieler. Das wäre jetzt die Überlegung wert. Ist ja ein Team of the Year Robertson mit Fullcam besser als ein Zanetti mit 7-Cam? Aber man sieht hier jetzt schon bei den Stats, dass Robertson Team of the Year ja in jedem Bereich besser ist als Zanetti. Also ihr müsst mir jetzt in den Kommentarbereich schreiben, wer mit ihm gespielt hat. Lohnt es sich auch, ja, diesen Upgrade zu holen. Das wäre, ja, Option Nummer 1. Option Nummer 2 wäre, ja, die hier. Wir lassen Zanetti, wir holen uns nur die mittlere Version und dann überlegen wir uns, vielleicht dieses Wochenende oder spätestens nächstes oder übernächstes Wochenende Team of the Year Kanté zu holen, weil meiner Meinung nach würde, glaube ich, ein Team of the Year Kanté mehr Unterschied machen als ein Team of the Year Robertson. Linksverteidiger sind natürlich auch wichtig, aber sind wir mal ehrlich, ein ZDM-Spieler mit diesen Stats könnte das Spiel auf einen ganz anderen Level bringen. Und ihr wisst, wie Kanté ist. Da würde einfach Allen ersetzen. Ich müsste dann gucken, welche Formation ich dann ja, spiele, wo ich dann alle auf Fullcam bekomme. Also das kriege ich schon irgendwie gebacken. Ja, hier so. Zack, ja, brauche ich gar nicht schon überlegen. So, wenn alle auf Fullcam, wie ihr seht, außer Zanetti. Da könnte ich natürlich jetzt auch alternativ, wenn ich dann beispielsweise jetzt sage, ey, ich hole mir erst nur den Baby Eusebio, den mittleren Eusebio und nicht Robertson, könnte ich natürlich auch überlegen, jetzt einen Headliner Telles zu holen. Ein Alexandro, den habe ich schon gespielt. Der ist solide, der ist nicht krass, aber der ist solide, macht seinen Job und das mehr brauche ich eigentlich nicht von einem Außenverteidiger. Oder, das hat mir ein Kollege empfohlen, Dalbert, ja, die Ligen-SBC-Karte Dalbert.
soll richtig stark sein. Er meinte zu mir, er räumt richtig ab und er spielt eigentlich auch nur mit krassen Spielern. Von daher kann man ihm fast vertrauen. Ihr könnt mir natürlich auch gerne in den Kommentarbereich schreiben, wer hat schon mit dem Ligen-SBC Dalbert gespielt. Ja, kann man den spielen? Ist er spielbar oder ist er so schlecht wie zum Beispiel ein TS? Also ich will auf jeden Fall nicht mit Info und TS spielen. Ich würde aber den Headliner-TS nochmal eine Chance geben, weil er einen kleinen Upgrade bekommen hat. Dann würde ich sagen, ey komm, gib mir den noch eine Chance. Kostet auch nur in Anführungsstrichen, glaube ich, 200k, 250k. Das ist jetzt die Option, die er hat. Vieira habe ich jetzt mal hier drin gelassen, aber ich glaube, den werde ich dann nicht holen. Ich glaube, Kanté ist besser. Und ich habe einen Draft vor ein paar Tagen, De Jong gespielt, Team of the Year, und ich fand ihn wirklich nicht so nice. Ich fand ihn nicht schlecht, aber es hat sich irgendwie wie so ein leicht geupgradeten De Jong angefühlt. Und wenn man jetzt auch vergleicht mit Kanté, Kanté ist in jedem Bereich, wie ihr seht, außer Dribbling sind die gleich stark, ist er besser. Und dazu ist noch Kanté einfach, wie er gebaut ist, halt krass. Schnell, beweglich, ja, das liebe ich ja. Und De Jong war nicht schlecht, aber ja, dann bezahle ich meiner Meinung nach lieber nochmal eine halbe Million, 600k drauf und hole mir dann eine stärkere Karte. Auch wenn ich Team 4 Kanté die letzten Jahre immer wieder gespielt habe. Ich habe einen Draft gespielt und hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen, das sind die Optionen, meine Freunde. Ihr müsst entscheiden, welche Version von Eusebio. Ja, wenn ihr zum Beispiel Kanté sehen wollt, vielleicht dieses Wochenende oder nächstes Wochenende, dann würde ich sagen, kommt nur der in Frage, weil die Baby-Version einfach zu teuer ist. Da fehlen dann die Coins. Wie gesagt, 5,5 Millionen hätte ich dann ja auf jeden Fall erstmal nicht die Münzen. Oder soll ich dann Robertson holen? Dann würde aber auch wahrscheinlich Kanté rausfallen. Oder eins von den drei hier, ne? Von den vier, würde ich sagen. Hier, von den vier, die sind alle günstig, meiner Meinung nach. Gehen noch vom Preis her. Und dann wäre natürlich die Option noch mit Kanté offen. Schreibt mir das in den Kommentarbereich. Und dann würde ich sagen, ja, jetzt kommen wir zu den Packs. Ich habe es mir so vorgestellt. Ich öffne jetzt zwei Packs. Zum Beispiel jetzt ein 15k-Pack und ein Premium-Goldspieler-Pack, das ich durch einen Draft bekommen habe. Und wenn jetzt daraus ein Walkout kommt, mache ich ein weiteres Pack auf. Wenn da kein Walkout kommt, dann höre ich auf und heb mir die restlichen Packs für Future-Style-Event am Wochenende auf. Da kommt natürlich dann noch ein Pack-Opening von mir und lohnt sich einfach mehr, weil momentan, wie ihr seht, gibt es eigentlich fast gar nichts, was man ziehen kann, außer, okay, eine Hunter-Karte. Eine Hunter-Karte ist nicht schlecht, okay. Okay, dann würde ich sagen, wenn jetzt hier ein 85-Plus-Spieler rauskommt aus dem 25k-Pack, dann mache ich noch ein weiteres Pack auf. Ansonsten würde ich sagen, enden wir es hier und machen noch ein 86-Plus-Pack. Okay. Ah, es ist kein Walkout. Ja, das ist schwierig. Da kommt dann wahrscheinlich nur dieser eine Banega, oder wie der heißt, raus. Das ist natürlich nicht gut genug. Dann würde ich sagen, schnacken wir nicht so lange. Gehen wir zu den 86-Plus-Player-Pick. Ja, Freunde, ich wollte gerade zu den Player-Picks gehen. Da sehe ich, dass der nächste, ja, die nächste Ikone weggegangen ist. Also bis jetzt mache ich nicht viel mit Flippen, aber wenn man Mittwoch abends einkauft, Donnerstag über den Tag verteilt, die reinstellt für den Preis, wo du zufrieden bist, gehen die weg. Und das ist, glaube ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr jeden Preis im Kopf, aber es müsste so zwischen 7, 8, 9, 10k liegen, der Profit. Mit Steuern abgezogen. Also das ist nicht schlecht. Nehme mit, das ist die nächste Icon, die weggegangen ist. Also es ist, sag ich mal, eine Easy-Version vom Flippen. Das ist jetzt auch nichts Krasses, aber immerhin komme ich langsam rein und mache zumindest einmal die Woche mit Flippen bisschen Coins. So, Freunde, ich wollte euch nur zeigen, Tammy, Abraham habe ich auch noch mitgeholt. Weil ich noch so viele Untauschbare habe ich gedacht, komm, nehme ich mal mit. Vielleicht kriegt er ein Upgrade, 87, 88 Rating, kann ich früher oder später wieder eine SBC abgeben. Ansonsten habe ich den einfach im Verein. So, 12 Spieler habe ich schon abgegeben. Ich habe jetzt einfach Fabinho behalten. Ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich brauche, aber ja, den hätte ich auch gerne behalten für vielleicht Bundesliga-Erstbesitzer-Aufgaben, aber ja, ist auch nichts Wildes, ne, muss man sagen. Es sind jetzt keine Karten dabei, wo man sagt, boah, den traue ich hinterher. 86 Rating, Visca Barca werde ich auch nie gebrauchen. Wenn ich mal spielen möchte, kann ich den holen. Ansonsten nichts Krasses dabei, ja. Deswegen, jetzt mein zweites oder drittes, ich weiß es ehrlich gerade nicht mehr. 86 Plus Pack ist natürlich alles möglich hier drin. Kann Ronaldo, Messi, alle guten Spieler haben Inform, also es kann alles kommen. Vielleicht könnt ihr eSports mir hier nochmal, come on, Nose Pack, ihr wisst, das erhöht nochmal Packlack um 5%. Allen, ist nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob das so krass ist, aber hätte mich wahrscheinlich schlimmer treffen können. Zwar habe ich die Road to the Final Karte, die wollte ich aber früher oder später eh verkaufen und so habe ich noch einen weiteren Spieler. Ja, für Serie A, Brasilien, Erstbesitzeraufgaben oder wenn ich ihn mal spielen möchte. Hätte mich, denke ich, schlimmer treffen können. Ich guck mal ganz kurz, wie viel der wert ist. Okay, der gute Allen ist immer noch 166.000 wert. Von daher,
Hätte es mich echt schlimmer treffen können, muss ich ehrlich sagen. Hätte mich schlimmer treffen können. Und ja, Freunde, schreibt mir in den Chat. Wichtig, ja, Van Dijk geht weg, Ronaldo wird weggehen und der gute Aubameyang, den ich gezogen habe, wird jetzt auch noch verkauft. Und da Luis wird dieses Wochenende zum ersten Mal gespielt. Und ihr müsst jetzt entscheiden, welche Version von Eusebio. Eusebio wird kommen, zu 100%, aber welche Version? Und ja, was wollt ihr sehen? Welche Verteidiger? Oder wollt ihr Kanté sehen? Schreibt mir das alles in den Kommentarbereich. Wichtig, wichtig, wichtig. Eure Meinung zählt hier. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss habe ich mich doch entschieden, ein Megapack noch aufzumachen. Komm, vielleicht könnt ihr hier nochmal eine Ikone raus. Ja. War doch eine gute Entscheidung, wusste ich doch. Na, schade. Kein Walkout. Nur der gute, ja, Company. Dann würde ich sagen, was war von dieser heutigen Folge. Vielen Dank für den Support in den letzten Tagen. Ihr wisst Bescheid. Kuss geht da raus. Und morgen vielleicht ein Video. Ansonsten morgen Abend zu dem Future Star Event. Ja, eure Rewards. Meine ersten Spiele mit Eusebio. Wir sehen uns da wieder. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Euer Casey ist für heute raus. Bis dann. Habt noch einen schönen Abend. Ciao.